Die Erbische Straße in der Freiberger Altstadt zwischen Schloss und Post ist seit 2010 noch einkaufs- und verweilfreundlicher geworden. So können Sie auch zur 6. Freiberger Nachtschicht am 10. September hier auf der Erbischen Straße bis in die Nacht hinein shoppen. Die meisten Erdgeschosszonen in der Erbischen Straße sind seinerzeit im 19. Jahrhundert zu Handelszwecken umgebaut worden, im historistischen Stile. Eines der Gebäude, wo dieses nicht der Fall gewesen ist, wo man die historische Substanz quasi erhalten hat, das ist das Gebäude Stollengasse 2. Hier war früher vor einiger Zeit die Hypo-Vereinsbank untergebracht. Und jetzt ist hier Fischer Optik eingezogen, ein Unternehmen, das es in Freiberg nun schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Seit Juni 2016 gibt es die Fischer Optik und Akustik in Freiberg auf der Erbischen Straße. Wir sind aber bereits schon 1991 nach Freiberg gekommen, in den Filialen Opermarkt und Herderstraße. Mit dem Umzug haben wir nicht nur unsere Räumlichkeiten vergrößert, sondern auch sehr viele neue Geräte angeschafft. Das wären zum Beispiel ein Wellenfrontmessgerät, um die Augenstärke sogar bis auf ein Hundertstel Dioptrien genau bestimmen zu können. Auch in der Akustik haben wir ein Audiosis-System, was es ermöglicht, Hörgeräte auf natürliche Art und Weise einzustellen. Mit diesen technischen Geräten können wir unseren Kunden das bestmöglichste Seh- und Hörerlebnis ermöglichen. In unserer neuen großen Filiale haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Kunden umfassend zu beraten, um das persönliche Seh- und Hörerlebnis zu optimieren. In Bezug auf Beratung und Service bin ich sehr stolz darauf, dass wir den ersten Freiberger Kundenspiegel der Optik gewonnen haben. Für mich und mein Team ist es eine Bestätigung für unsere Arbeit. Wir werden uns immer bemühen, das Niveau zu halten und natürlich auch zu steigern. Stollengasse 1 ist den Freibergern im Gedächtnis geblieben, vor allem deswegen, weil es hier im Erdgeschoss das Werkzeuggeschäft von Pfeil und Schäftschick gab. Ein historischer Laden mit kleinen Kästchen, in denen die Schrauben geordnet waren und die Werkzeuge geordnet waren und in denen man wie zu alten Zeiten bedient wurde. Aber Pfeil und Schäftschick gibt es nicht mehr. Jetzt ist hier ein Modehaus eingezogen und das ist schließlich für die Innenstadt auch ganz gut. Das Gebäude Fischerstraße 2 ist wie die anderen auch hier aufgestockt worden, wahrscheinlich Mitte des 19. Jahrhunderts, wie an dieser Dachtraufengestaltung zu erkennen ist. Es ist schon immer ein Handelshaus gewesen. Zu DDR-Zeiten befand sich im Erdgeschoss das Geschäft der Firma Hubricht. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Orthopädie und Reha-Technik Dresden GmbH in Freiberg. Anfang Februar 2011 ist eine Filiale in die Erbische Straße gezogen. Mit diesem Standort gibt es in der Freiberger Innenstadt einen modernen und kompetenten Anlaufpunkt für den Sanitätsfachhandel. So wird unter anderem Nachtwäsche für Frauen und Männer angeboten. Ebenfalls im Sortiment befinden sich Kompressionsstrümpfe, entsprechende Anziehhilfen sowie verschiedene Miederwaren und Sportunterwäsche. Kompressionsstrümpfe und Miederwaren sind im Vergleich zu anderen Produkten beratungsintensiver. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Versorgung und Beratung nach Brust-OPs ein. Dabei wird auch nicht nur der medizinische Aspekt beachtet, sondern auch das Aussehen, wie zum Beispiel die Farbe. Getreu dem Motto medizinische Notwendigkeit trifft modischen Schick. Außerdem gibt es Hilfsmittel wie Gehstöcke für bessere Mobilität oder verschiedene Kissen für besseres Sitzen und einen stärkeren Rücken. Des Weiteren sind Bandagen und Schuheinlegesohlen Teile des Sortimentes. Und für ein wenig Wellness zu Hause gibt es Massagehilfsgeräte. Übrigens stehen in Freiberg mitunter nicht nur Häuser, sondern sogar mehr oder weniger gut gestaltete Haken unter Denkmalschutz. An diesem Haus ist einer davon zu sehen. Da war die Oberleitung der Freiberger Straßenbahn befestigt. In den ersten Jahrzehnten, für etwa knapp 20 Jahre, hatte Freiberg eine Straßenbahn mit zwei Linien vom Bahnhof bis zum Erbischen Tor. Und das war schon eine tolle Leistung. Nur die Freiberger sind offenbar nicht ausreichend oft genug damit gefahren. So musste die Straßenbahn ihren Betrieb wieder einstellen. Während manche Häuser des Historismus in ihrem äußeren Erscheinungsbild ungeheuer auftrumpfen,
So hält sich dieses Gebäude, Kesselgasse 2, das auch ein Eckgebäude darstellt, doch sehr vornehm zurück. Es ist eine wohl ausgewogene Fassade in Neo-Formen, in Neo-Renaissance-Formen, in Historismus, aufgestockt irgendwann mal, aber ein vornehmes Gebäude, das einen guten Abschluss der Erbischen Straße darstellt. Seit August 2012 gibt es eine Filiale von Pro Optikürzentrum in Freiberg, Ecke Erbische Straße, Kesselgasse. Unter dem Motto Aus Liebe zum Hören gibt es das innovative Aveo Auris Konzept. Angefangen von der ganzheitlichen Höranalyse über die Tinnitusberatung, der Aveo Auris Hörsystemanpassung bis hin zum Hörtraining. Steigern Sie Ihre Lebensqualität mit Hörsystemen vom Pro Optik Hörzentrum. Durch die individuelle Fertigung Ihrer Otoplastik wird eine sehr gute akustische Übertragung sowie eine perfekte Passform möglich. Sie tragen schon Hörgeräte? Dann nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihre Geräte zu optimieren. Durch modernste Technik können Ihre Hörsysteme sehr präzise eingestellt werden. Für Ihre Hörsysteme erhalten Sie auch die passenden Batterien und den kompletten Service. Hören ist Lebensqualität. Das Team vom Pro Optik Hörzentrum Freiberg kümmert sich darum und freut sich auf Ihren Besuch. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr.